Sascha Lobo Blog, Sascha Lobo Twitter, Sascha Lobo Wiki, Sascha Lobo Spiegel, FAZ, Buch, Piratenpartei, Facebook, SPD. Es gibt ein Interview, in dem ich erklärt habe, dass ich mich rund 42.000 Mal am Tag selbst google. Das ist immer noch aktuell mit leichter Tendenz nach oben. An erster Stelle steht meine eigene Seite. Fantastisch. So soll es sein. Die kann ich ja kontrollieren. Da kann ich also relativ gut abpassen, was da über mich geschrieben wird auf meiner eigenen Seite. Der dritte Eintrag ist mein deutscher Wikipedia-Eintrag, der so lala ist von der Qualität, aber ich habe mir irgendwann mal geschworen, einen heiligen Eid geschworen, dass ich meinen eigenen Wikipedia-Eintrag nicht editiere. Dann kommt meine Rede zur Lage der Nation auf YouTube auf Platz 7. 70 Minuten, wo ich mit Vorwürfen um mich schmeiße. Und dann als letzter Treffer auf der ersten Seite kommt Sascha Lobo und die Überwachung im Netz. Ich glaube, ich habe die besten 10 Google-Treffer, die ersten besten 10 Google-Treffer, die man überhaupt haben kann. Das ist großartig. Ich habe auch mal so ein paar tausend, so 2.000, 3.000, 4.000 Anwürfe auf Twitter bekommen. Aber das waren halt immer noch Leute, die irgendwie geschrieben haben, so Sascha Lobo fail, Sascha Lobo ganz schön doof, jetzt stehst du aber blöd da und so. Damals war das viel und das fühlte sich aggressiv an und da waren auch stärkere Beschimpfungen dabei. Aber aus heutiger Sicht, wenn man so sieht, was auf Facebook teilweise für, so sagen wir mal, antisemitische Hetzstürme sich zusammenbrauen, wo wirklich der unterste Schublade und noch drunter bedient wird, da bin ich 10-mal nicht gewesen. Und weil ich da so bestimmte Grundmechaniken glaube, verstanden zu haben, kann ich sehr, sehr gut zurücktrollen. Also wenn dann ein Troll tatsächlich mich massiv angeht, zum Beispiel auf Facebook oder in Blogkommentaren, dann kann ich zurückschlagen und es ist in den allermeisten Fällen so, dass das für den anderen ziemlich traurig ist, einfach weil viel Handwerk dabei ist. Und wenn man verstanden hat, wie es geht, wenn quasi die gezielte Online-Demütigung als Kulturtechnik, wenn die erstmal begriffen ist, und ich habe einen guten Teil davon begriffen, dann kann man die anwenden wie so ein kleines Folterinstrument. Und das hört sich jetzt ein bisschen bösartiger an, als es eigentlich ist, denn ich benutze das nur als Instrument gegenüber ausgewiesenen, identifizierten Trollen.